Einen wunderschönen guten Tag nach Palma de Mallorca. Dort wartet Klaus Vorbrot mit neuen Informationen von der Lieblingsinsel Mallorca auf uns. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Vorbrot. Ja, hallo, Helau, Alaaf, was immer man in diesen Faschingstagen auch so sagen mag. Hallo aus Palma auf jeden Fall. Da bringen Sie uns schon auf das erste Thema. Wie geht denn eigentlich Fasching oder Karneval in Pandemiezeiten auf Mallorca? Wir wissen, in den letzten Jahren war es ja immer mal so, dass auch viele Deutsche sich dahin, sag ich mal, verirrt haben, um Karneval zu feiern. Wie sieht es denn dieses Jahr aus? Das war in der Vergangenheit übrigens nicht nur für Deutsche, in Arenal zum Beispiel ein großes Thema, sondern durchaus auch für die Spanier. Es gab einen großen Umzug in Palma, es gab extra so einen Kinderfaschingsumzug auch. Und in diesem Jahr ist es natürlich, wie es in Mainz, in Köln, in Düsseldorf, in allen anderen Karnevalshochburgen auch ist. Also alles hat, wenn überhaupt, virtuell stattgefunden im Sinne von, es gab ein paar Kostümwettbewerbe in Inca oder auch in Poyenza oder in Soya, die eben ausschließlich digital und online stattgefunden haben. Das Einzige, was tatsächlich daran erinnert, dass wir in der Faschingszeit sind, sind die Kinder in der Grundschule, die tatsächlich ja auch aufgerufen sind, dass sie doch möglichst jeden Tag in einem anderen Kostüm auch kommen. Und man sieht also, wenn man morgens auf dem Weg ins Büro ist oder auch mittags oder nachmittags auf den Spielplätzen, dann sieht man tatsächlich viele Grundschulkinder, die verkleidet sind in diesen Tagen. Das ist so das Einzige, was tatsächlich offiziell an Fasching-Karneval erinnert im Moment. Bleiben wir vielleicht mal bei Lockerungen, also lockern in der Form, dass man sich auch wieder freier bewegen kann, beziehungsweise gewisse Destinationen wie Theater oder Kino da doch mit Lockerungen quasi jetzt besetzt sind. Können Sie uns da auf den Stand der Dinge bringen? Klar, mache ich gern. Die Diskussionen dazu gleichen denen, die man in Deutschland auch führt. Hier ist es so, wenn wir uns mal Mallorca, nur die Insel anschauen, dann haben wir hier eine Inzidenz, 7 Tage, 100.000 Einwohner. Der Wert liegt bei 55, also durchaus in dem, was Lockerungen nach der eigenen Corona-Ampel der balearischen Regierung lange zulassen müsste. Aber auch hier hat in den letzten Tagen gerade noch mal der Gesundheitsminister darauf hingewiesen, dass man eben auch hier Sorge hat vor der britischen, vor allen Dingen Mutation des Coronavirus und dass es deswegen im Moment noch zu gefährlich ist. Immer mit Hinweis darauf, wenn man denn einen reisesicheren Sommer haben will, dass man jetzt noch nicht viel lockern kann. Kleinigkeiten gibt es trotzdem. So dürfen zum Beispiel in der Stadt Palma jetzt die Kaufhäuser wieder öffnen. Also alle Läden, die größer sind als 700 Quadratmeter mit natürlich begrenzter Kundenzahl. Gleiches gilt so für städtische und offizielle Schwimmhallen. Da darf man sich jetzt einen Termin holen, 45 Minuten, dann seine Bahnen schwimmen und dann sind die nächsten dran. Also auch da wird sehr darauf geachtet, dass es zu möglichst wenig Kontakten kommt. Theater und Kinos dürfen wieder bis zu 50% der Plätze vergeben. Das sind so im Wesentlichen die Dinge, die sich jetzt in den letzten Tagen geändert haben. Wir haben gerade über Karneval gesprochen. Jetzt war ja auch jetzt am Wochenende Valentinstag ein großes Thema. Ich habe gehört und auch gelesen, dass viele Hotels da doch im Prinzip einen regelrechten Boom hatten an diesem Tag. Ist Ihnen das da auch aufgefallen? Ja, das ist tatsächlich so. Das haben die auch ordentlich mit Marketing und Werbung und Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Viele, muss man eine kleine Klammer drum machen, von denen, die auf waren, haben relativ viele so Valentins-Specials angeboten. Man konnte also mit der Herzdame oder dem Herzherren in ein Hotel einchecken, hatte dann ein schönes Zimmer mit Meerblick oder auch mit Blick ins Tramuntana-Gebirge oder auch in der Stadt Palma, je nachdem, wo man eben war, konnte den Spa-Bereich im Hotel benutzen und dann gab es eben auf dem Zimmer ein Corona-konform serviertes Dinner und entsprechend auch ein Frühstück. Und diese Aktion kam tatsächlich oder kommt immer noch hier auf der Insel so gut an, dass sich einige Hotels, man darf ja nicht vergessen, die dürfen ja im Moment in Summe nur 30% der Zimmer belegen, wenn sie geöffnet sind. Einige Hotels haben sich also entschlossen, weil die Nachfrage so groß war und gar nicht alle Leute untergebracht werden konnten, die das wollten zum Valentinswochenende, ja, dass man die Aktion einfach über den ganzen Februar verlängert. Wer jetzt also hier ist und Lust hat, der kann immer noch diese Specials buchen in vielen Häusern. Ja, da kommen wir oder bleiben wir beim Tourismus, bei den Hotels. Jetzt hatte sich ja der Tourismusbeauftragte aus Deutschland da in der letzten Woche bereits ja eher positiv geäußert, hat so Hoffnung auf den Sommerurlaub gemacht. Wie sieht es denn aktuell auf Mallorca neben den Valentins-Specials jetzt überhaupt aus? Wir haben ja auch da Aktivitäten am Flughafen. Flughafen ist ein gutes Thema. Wir haben ja im Januar gehört, dass die Flughafengesellschaft, die spanische Flughafengesellschaft AENA, ja, für in Summe 14 Flughäfen hier in Spanien, unter anderem eben für Palma de Mallorca,
angekündigt hatte, dass es am Flughafen ein Testzentrum geben soll für abreisende Fluggäste, sodass man also, wenn man zum Beispiel jetzt auf dem Weg nach Deutschland ist, auch am Flughafen einen PCR-Test oder einen Schnelltest machen kann, Preise deutlich günstiger, als wenn man in eine Klinik geht oder zu einer Arztpraxis. Problem an der Sache, keiner weiß so genau wann. Also es hieß damals relativ schnell. Kurze Nachfrage in den vergangenen Tagen hat dazu geführt, dass bis dato in Palma überhaupt nichts passiert ist, auch an allen anderen spanischen Flughäfen nicht. Und die Verantwortlichen bei AENA auch keinen verlässlichen Zeitplan kennen, jedenfalls hier in Palma, weil sie aus der Zentrale in Madrid dazu eben noch keine weiteren Informationen haben. Muss man also mal schauen. Im Moment kann daraus resultierend ja nur der Tipp sein, wer also fliegen will und wer einen Test braucht, der macht das bitte idealerweise vorher und verlässt sich nicht darauf, dass man das am Flughafen hier machen kann. Jetzt gibt es da auch natürlich auch nochmal wieder Aufschreie aus der Gastronomie und auch natürlich von den Hotels. Da hat es ja die Aktion SOS Turismo gegeben. Da war ja am Freitag auch einiges los auf Mallorca. Vielleicht können Sie uns da mal so berichten, was man da in dieser in diesem Zusammenschluss quasi jetzt an den Start gebracht hat auf Mallorca. Auftakt war tatsächlich am Freitag der vergangenen Woche. Das ist eine relativ neue Initiative, in der sich mehr als 40 Branchenverbände, die irgendwas mit Tourismus zu tun haben, also Hotelverbände, aber auch sowas wie Taxiverbände, touristische Dienstleister etc. pp. Zusammengeschlossen haben mit dem großen Ziel, dass man eben nicht versucht, Interessen gegeneinander auszuspielen, sondern dass man gemeinsam daran arbeitet, Gesundheitsschutz auf der einen Seite und Tourismus auf der anderen Seite unter ein Dach zu holen. Inzwischen hat sich auch die Regierungschefin der Balearen hinter diese Forderungen der Initiative gestellt und die ist tatsächlich, diese Initiative, sehr sichtbar auf der Insel. Über 400 Hotels beteiligen sich. Es hängen im besten Fall handbemalte Bettlaken aus den Fenstern oder eben auch professionell gefertigte große Banner an den Hotels. 400 Hotels, hatte ich schon gesagt, sind dabei, sind aber auch Taxifahrer dabei oder man sieht es an touristischen Dienstleistungsunternehmen. Überall, auch an der Gastronomie, erkennt man das, also ein sehr sichtbares Zeichen, dazu auch in allen Social-Media-Kanälen aktiv. Dieses SOS Turismo ist tatsächlich in meiner Wahrnehmung jetzt das erste Mal seit Pandemiebeginn eine Initiative, die ernsthaft große Chancen hat, auch in Madrid gehört zu werden. Eins der Ziele ist ja, dass man eben etwas bessere Hilfspakete auch nochmal schnürt, um diesen Wirtschaftszweig tatsächlich unter die Arme zu greifen. Da werden wir mal sehen, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickelt. Und dann gibt es natürlich im Moment so quasi im Tagestakt immer mal wieder gute und weniger gute Informationen. In den letzten Tagen hat der Business Insider ein bisschen für Aufregung gesorgt hier in Palma, weil man anhand von aktuellen Buchungszahlen der TUI gesehen hat, dass Griechenland, ganz speziell Kreta, in den Buchungszahlen vor Mallorca liegt. Das macht hier natürlich die Nervosität noch mal größer. Öffnen die früher, können dort mehr Urlauber hin. Und natürlich hat man hier den Anspruch, die Lieblingsinsel der Deutschen zu bleiben. Auf jeden Fall ist das so. Ja, und deswegen große Unruhe, aber eben auch jetzt so mein Eindruck jedenfalls gebündelte Aktivitäten, sodass man davon ausgehen kann, dass es dabei bleibt, dass alle Vorbereitungen getroffen werden, damit man tatsächlich im Sommer sowas wie eine halbwegs vernünftige Saison hinbekommt. Ja, jetzt haben Sie über den Sommer gesprochen. Jetzt kommt aber ja auch noch Ostern dazwischen und Pfingsten. Schaut man denn da zumindest auf einen gewissen Inlandstourismus, wo man da jetzt ein bisschen, ja, sag ich mal, proben oder testen kann? Wird das funktionieren auf Mallorca? Reyes Maroto ist ja die neue Tourismusministerin in der Zentralregierung in Madrid, die selber übrigens von den Kanarischen Inseln kommt, die also weiß, wie wichtig Tourismus als Wirtschaftszweig gerade auf diesen Inselgruppen, auf den Balearen und auch auf den Kanaren ist, aber in Spanien ja in Summe. Und sie hat, also Frau Maroto, vor mehreren Tagen bestätigt, was sie schon seit längerer Zeit jetzt sagt, dass sie also davon ausgeht, wenn das Impfprogramm weiter so voranschreitet und die Fallzahlen sich weiter so positiv entwickeln, wie wir das in fast allen spanischen Regionen ja in den letzten Wochen sehen, dann kann sie sich vorstellen, dass es nach Ostern einen innerspanischen Auftakt zu sowas wie einem soften Reiseverkehr wieder geben kann. Da würden natürlich sehr vermutlich die Balearen von profitieren, wenn die im Festlandspanier hier wieder Urlaub machen könnten. Ob das klappt, werden wir Ostern dann wissen, aber das ist der Plan mit europäischem Tourismus, also vor allen Dingen mit Urlaubern aus Deutschland und dem deutschsprachigen Raum, rechnet hier allerdings vor Mai, Ende Mai, Anfang Juni im Moment wohl niemand. Wie sieht es denn jetzt überhaupt wettertechnisch aus? Haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Ist Mallorca schon so ein bisschen grün? Kann man da schon von ersten farblichen Veränderungen auf der Insel sprechen?
Ja, die sichtbarsten farblichen Veränderungen sind, glaube ich, die an den Mandelbäumen. Große Felder von Mandelbäumen stehen in bester Blüte im Moment. Man sieht also überall dort, wo es diese Mandelbäume gibt, tatsächlich, dass der Frühling sich offenbar jetzt bahnbrechen will. Und ansonsten ist es tatsächlich so, nach so ein paar stürmischen Tagen ja auch und immer mal ein paar Regenschauern, wir sind immer noch im Februar, ist es aber so, dass die Meteorologen für die zweite Wochenhälfte jetzt oder auch das Wochenende wieder Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke und eben ganz viel Sonne vorhergesagt haben. Man hält es schon ganz gut aus und man könnte, wenn es denn gehen würde, jetzt auch schon wieder draußen sitzen und Kaffee trinken. Was Sie auch angedeutet haben am Anfang ist, dass die Regierungschefin derzeit das Kabinett umbaut. Da soll es also dann ein neues Ministerium für EU-Hilfen und auch für Bildung geben. Wie sieht das aus? Das hat sie schon gemacht, Regierungsbildung abgeschlossen zum Ende der vergangenen Woche. Im Moment übrigens, die Regierungschefin selber hat ja so ein bisschen für Unruhe gesorgt, alle Termine abgesagt, weil sie krank ist. Man redet also an offizieller Stelle von einer Erkältung. Deswegen, wie gesagt, alle Termine erstmal abgesagt und die Regierungsbildung, die sie abgeschlossen hat, hat zum einen dazu geführt, passiert ja nicht immer bei Regierungsumbildungen, dass es nicht mehr Ministerien gibt am Ende, sondern dass die Zuschnitte der einzelnen Ressorts ein bisschen verändert wurden. Eins davon eben ganz neu mit dem Hauptgeschäftsbereich, sich um EU-Hilfen, EU-Förderprogramme auch langfristig zu kümmern, also nicht nur jetzt schnell aus den 750 Milliarden, die da in Brüssel ja beschlossen sind, die direkte Corona-Hilfen sein sollen, sondern eben auch langfristig, weil man eben durchaus erkannt hat, dass man neben Tourismus auch noch andere Wirtschaftszweige, Dienstleistungssektoren hier ansiedeln möchte und das möglichst mit Unterstützung aus Brüssel. Deswegen dieser neue Zuschnitt für das eine Ministerium, das dann als zweites Standbein, wenn man das so nennen will, sich mit Aus- und Weiterbildung und mit Hochschulen und Co. beschäftigen soll. Das passt ja dann sehr gut zusammen, wenn man außer Tourismus eben andere Dienstleistungszweige hier ansiedeln will, dann muss man natürlich auch in Menschen investieren, die dann später hier arbeiten wollen. Deswegen scheint das zunächst ein ganz gut überlegter Schritt zu sein. Wollen wir mal sehen. Ein relativ junger Politiker aus Menorca, der dieses Ministerium führt, der vorher bei einer Bank gearbeitet hat, einen BWL-Hintergrund mitbringt. Das sieht in Summe, wenn man neutral drauf schaut, erstmal nach einer schlauen Entscheidung aus. Super. Ja, das waren Informationen aus Mallorca. Ja, in der bunten Woche, in der Faschingswoche, die dieses Jahr auf Mallorca auch ein bisschen trockener ausfällt, wenn man so sagen darf. Ja, gut, ja, dann vielen Dank für Ihre Informationen heute von der Insel und wir sind gespannt, was es nächste Woche gibt mit einigen Informationen, ja, auch wieder übers Wetter und vielleicht den ein oder anderen Tipp, den wir dann letztendlich realisieren können, wenn wir alle wieder auf die Insel dürfen. Vielen Dank, Herr Vorbrot. Sehr gern. Tschüss, bis nächste Woche.